Hallo, wo auch immer Sie sind. Mein Name ist Christian Schlegel, salve a tutti. Was haben wir denn heute? Heute ist Donnerstag, der, 27. Februar. Es ist 15.51 Uhr, Amerikatag, sprich amerikanischer Index. Und meine Freundin Susa hat sich vorhin den Nasdaq gewünscht. Ich weiß, der eine oder andere wollte mal von Ihnen einen Kupferchart haben oder Silber oder so. Ja, ist halt die Nachfrage nicht so extrem groß, nach Nasdaq schon eher. Aber wünschen Sie sich ruhig was. Das ist keine Frage, auch von den Einzelwerten hier, solange ich dafür irgendwelche Derivate finde, in Deutschland gehandelte Derivate finde, habe ich damit überhaupt kein Problem. Vor uns liegt der Nasdaq. Es ist eine ganz, ganz heftige Woche. Ich habe den letzten Film gemacht. Ich meine, es wäre am 5. Februar gewesen. Jetzt schauen Sie mal, was da innerhalb kürzester Zeit hier für ein Blutbad hinterlassen wird. Das ist natürlich in den ganzen Indizes weltweit so. Es betrifft Währung, es betrifft Öl. Das Gold ist anfangs gestiegen, gibt jetzt auch ein bisschen nach. Der DAX kämpft gerade eben mit der 12.339, aber wir sind ja hier beim Nasdaq. Vor euch liegt der Chart, eine Kerze, ein Tag. Und ich habe bereits, dass man es hier sieht, mal die Fibos gelegt. Von der Bewegung von Anfang Oktober bis hin zu dem High, was wir im Februar hatten. 9.736,57. Ich habe vorhin extra nochmal nachgeschaut. Das war das High, was wir hatten. Wir haben bisher 11% verloren. Der DAX hat mehr verloren. Der Nasdaq, das ist eigentlich grundsätzlich in Ordnung. Wir gehen hier nur bis aufs 50er Retracement. Das heißt, wir geben von dieser ganzen Bewegung hier gerade mal 50% ab. Das ist immer noch in Ordnung. Der Freund darf sogar hier runter auf das sogenannte 61,8er. Das ist bei 8.326. Das darf er machen, wenn er drunter geht. Dann muss man sich fragen, wie die weitere Entwicklung aussieht. Aber bisher ist das nichts anderes als eine Korrektur. Was die Leute oder uns Anleger so schockt, ist die Geschwindigkeit. Und das ist natürlich im DAX genauso wie hier im Nasdaq, es ist im Dow so, aber mein Gott, ganz ehrlich, mir ist es lieber, es geht schnell, als dass es so ein langgezogener Todesgrauwall. Meistens fallen Märkte schneller, als sie steigen. Ich würde mal schätzen, das ist in 9 von 10 Fällen so. Vielleicht sind es auch nur 8 von 10. Auf jeden Fall, ich sehe das immer so, das ist dann halt irgendwann ein richtiges Blutbad. Und das muss auch so sein, das geht einfach schneller. Ausnahmen bestätigen die Regel. Wir hatten mal eine VW innerhalb von 2 Tagen, da war die auch über 1000. Tesla kennt er selbst, muss nicht drüber sprechen. Und momentan ist halt Corona in aller Munde. Jeder fühlt sich bemüßigt, da irgendwie was zu sagen. Ich habe keine Ahnung davon, ich kann das nicht beurteilen. Ich weiß nur eins, irgendwann wird es ein Heilmittel geben. Die Frage ist, wer wird es finden und wann wird es gefunden? Aber ganz klar, warum soll ich momentan in Reisegesellschaft investieren oder auch Kreditkarten, wie zum Beispiel American Express, die ja auch Reisegesellschaften macht. Die Umsätze werden geringer, weil die Leute nicht mehr rausgehen. Es werden keine Autos gekauft. Siehe die Absatzzahlen in China. Dadurch auch nicht die Autozulieferer. Wie Conti, ist mir völlig klar. Wie dem auch sei, es ist ein schwieriger Markt. Man muss hier extrem schnell sein. Ich rate nach wie vor dazu. Machen Sie lieber entweder nichts, wenn Sie sich nicht sicher sind, und Sie können sich hier nicht sicher sein, oder kleines Size. Aber jetzt gucken wir weiter. Die Bänder gehen nach wie vor auf im Nasdaq. Das ist in anderen Werten bzw. Indizes genauso. Da ist nichts mit, dass der Bewegung entgegengesetzte Band richtet sich nach unten. Ist nicht. Wir haben diesen Trendkanal verlassen. Negativ. 10-Tage-Linie geht durch 20. Negativ. Und ab jetzt ein Widerstand. Wir sind negativ über den Trendfolger MACD. Wir sind weiterhin negativ über die Slow Stochastic. Sie können versuchen, hier die Hand aufzuhalten, nach dem Motto, wir haben 11% verloren, der muss doch irgendwann mal wieder ein bisschen drehen. Das kann gut gehen. Von der Technik her wird es mir nicht vorgelegt. Ich habe, wie gesagt, die eine Unterstützung hier bei 8.326 und die nächste ist die 200-Tage-Linie. Und ich finde es ganz ehrlich gesagt ganz gut, dass wir uns der mal wieder annähern. Schauen Sie mal diesen Unterschied an, sowohl prozentual als auch absolut. Das ist schon viel. Und das musste sich irgendwann mal wieder ein bisschen nivellieren. Ich hatte verschiedentlich gesagt, ich glaube, dass wir in den März rein, deswegen mir kommt die ganze Geschichte 2 Wochen zu früh, muss ich ehrlich sagen. Ich hätte es gerne lieber im März gehabt, aber egal wie. Ich war der Meinung, dass wir im März dann ein bisschen runterkommen oder zumindest die Höchstkurse sehen. Okay, ich war ein bisschen short, aber auch nicht den ganzen Weg, gebe ich ehrlich zu. Ich habe auch sogar den einen oder anderen kleinen Long mal gemacht bei ausgewählten Werten.
Aber zurück zum Nasdaq. Hier ist momentan nichts Positives zu sehen, überhaupt nichts, außer dass wir lediglich ein 50er-Retracement gemacht haben. Wer keine Aktien hat, kann durchaus mal sagen: Weißt du was? Jetzt kaufe ich mal 10%, weil ich kaufe die ja nicht hier oben, ich kaufe mir hier. Von mir aus auch 20, finde ich in Ordnung. Wer Aktien hat, das ist zu spät zum Aussteigen. Es ist meines Erachtens nach zu spät zum Short gehen. Es ist noch ein bisschen zu früh zum Kaufen, weil ich persönlich keine Kaufsignale habe. Nirgendwo. Ich wollte mit euch mal ganz kurz zwei Zeitarten nochmal durchgehen, und zwar einmal die 4 Stunden. Hier. Das ist jetzt eine Kerze, 4 Stunden. Die Technik hier, genauso schlecht. Leichte, minimale Stabilisierungsansätze hier über das MACD. Natürlich sind die Fibos, doch die Fibos die gleichen hier, sind aber auch am 50er. Es kann sein, dass das jetzt hier erstmal ein bisschen sich wehrt. Wir sind ans untere Band gegangen. Und hier passiert schon das. Finde ich gut. Was man auf dem Tag nicht sieht, sieht man in der 4-Stunden-Ebene. Dass der Bewegung abwärts entgegengesetzte Band, das obere, ändert doch schon deutlich in die Richtung. Also hier aus kann es sein, dass das wirklich eine kleine Unterstützung schon ist. Ich würde jetzt nicht die Hütte beleihen und long gehen. Wirklich nicht. Ja. Man kann immer mal einen kleinen Long probieren, aber bitte mit einem ganz, ganz engen Stopp. Das darf nicht wehtun. Also von hier klitzekleine Stabilisierungsansatz über das Bollinger-Band. Jetzt gucken wir nochmal die Stunde. Wir wollen es ja feintunen, den Einstand optimieren. Ein bisschen besser die Stochastik. Ziemlich neutral mittlerweile das MACD. Wir sind unter bzw. außerhalb des unteren Bandes. Mit im Moment einem Doji. Also das sagt mir hier gar nichts. Das sagt mir überhaupt nichts. Aber die 4 Stunden gefallen mir dahingehend, ich würde auf diesem Niveau nicht short gehen. So, jetzt habe ich euch ein paar Scheine mitgebracht. Ich gehe mal wieder zurück auf den Tag. Hier sind Scheine. Also ich möchte jetzt ungern Scheine reinhauen mit einem 50er Hebel oder sowas. Ich habe mich für Folgendes entschieden. Was ist das hier? Ein 8100er und 4er. Der ist unter der 200-Tage-Linie. Der hat im Moment nur einen Hebel von 16. Ja, also für meine Verhältnisse ist das Kinderfasching. Hello. Aber da näher rangehen, das muss man wirklich. Das kann ich in so einem Film, den manche vielleicht erst in ein paar Tagen sehen, das kann ich nicht machen. 8104 ist die Basis, 16 ist der Hebel. Die Kennnummer von diesem Open-End-Schein von Goldman Sachs ist die GB4 PSF. Das ist der Call. Einen Put würde ich suchen hier in diesem Bereich herum. 10-Tage-Linie ist bei 9316, fällt ein bisschen. Deswegen finde ich sowas hier durchaus interessant. Das ist ein 13er Hebel, also auch relativ klein. Basis 9308. Goldman Sachs Open End mit der Kennnummer Gustav Bernhard 9W23. Das wäre eine Geschichte, ich würde es jetzt nicht mehr kaufen. Für den Fall, dass wir mal hier so einen Rücklauf haben, wenn der Wert mal wieder ein bisschen hochgeht, glaube ich nicht, dass er diesen Klüngel hier überbieten würde. Deswegen ist das eine ganz interessante Option für die Watchlist. 9308er Put. Open End. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye bye.